Wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute mal wieder auf Standard-Skill. Standard-Skill reagiert auf Siebeck schlechtes Statement. Es ist schon etwas älteres Video. Ich dachte, ich nehme das hier einfach mal mit rein, gerade passenderweise. Wenn ihr schon nichts verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's rock, Leute. Hier wieder mit Lofty zusammengekommen. Was geht ab? Moin Moin, alles klar bei euch? Leute, erster Link unten in der Beschreibung, checkt ihn gerne ab. Und zwar, wir haben uns gestern das Video reingezogen von Z-Max zusammen. Krass. Und heute hat er eine Antwort hochgeladen. Z-Max, der Faker. Antwort an Monte, Standardskill, Revinzeit und Lofty. Nee, Lofty hat er nicht reingeschrieben, aber ach, hat er nicht reingeschrieben. Warum nicht? Ja, warum Weil ich nicht? Heute nach blockiert habe, glaube ich, deswegen. Ja, ist auch richtig so. Leute, ich bin immer noch, ich bin echt mega froh. Nochmal, da gehen Props raus, besonders an Monte und Revi, die auch auf dieses Thema aufmerksam gemacht haben, dass es einfach absolut nicht geht, was der Typ da gestern abgezogen hat. Und ich bin wirklich gespannt. Ich finde es ein bisschen heuchlerisch, muss ich sagen, jetzt einfach so ein Entschuldigungsvideo hochzuladen. Und wenn ich dann nämlich sehe, dass das alte Video immer noch online ist, hat er für mich nichts gelernt und will einfach nur Geld generieren, Klicks generieren und Aufmerksamkeit. Mehr ist für mich die ganze Geschichte hier nicht. Hätte er irgendwas eingesehen, hätte er das Video offline genommen. Ganz klare Geschichte, meiner Meinung nach. Ja, safe. Digga, du hast ihn auch noch gestern angerufen und ihn davon abgeraten. Genau, Leute, ich habe ihn gestern auch korrekt noch geschrieben, bevor ich meinen Reaction rausgehauen habe. Ich habe gesagt, Digga, nimm das Video am besten raus. Was du da gemacht hast, ist Real Talk Müll. Das geht gar nicht. Und ich will aber jetzt nicht auf den privaten Chat so weiter eingehen. Echt gefrontet. Er hat darauf geschrieben, warum man das Video on lässt, was totaler sinnloser Müll ist. Aber ich will einfach nicht, Leute, das wollte ich noch nie machen, irgendwie WhatsApp-Chats oder Instagram-Chats auf YouTube öffentlich machen. Deswegen halten wir da uns ein bisschen bedeckt. Ich will einfach, dass das privat gehalten wird. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und sag mal ehrlich, Lofty, wie findest du das, dass er jetzt ein oder es sieht zumindest aus, Statement-Video, ob es jetzt ein Ja, man muss sagen, also damals, als das Ganze ja relevant war, das ist ja noch nicht so ganz vorbei, aber es ist halt schon ganz schön schwächer geworden. Es ist noch nicht zu 100% überstanden. Ich meine, in manchen Ländern gibt es ja immer noch. Gerade nur was trinken hier. Aber damals, als das ganze Thema so Phase war, dieses ganze Corona-Thema, muss ich ehrlich sagen, das war schon ernst zu nehmen gewesen, weil Leute haben erkrankt werden können, hatten unendliche Schmerzen und es gab ja auch quasi die Gefahr, dass man dran sterben kann. Und ich finde es, wenn man mich mal so fragen würde, ich würde das echt nicht witzig finden. Das ist überhaupt nicht witzig und so weiter, weil wer findet das von euch witzig, dass sowas einfach gemacht wird? Das ist doch nicht geil, Alter. Entschuldigungsvideo, das weiß ich nicht. Wie findest du das, dass er so ein Video hochlädt, aber gleichzeitig noch das alte Video auf seinem Kanal hat? Sehr kontrovers. Hey, ehrliche Meinung. Sag doch, wenn du sagst, okay, gut, ich hätte das genauso gemacht. Was hättest du gemacht? Das Ding ist ja, du hast ihm ja etwas empfohlen, die anderen haben vielleicht auch etwas empfohlen, auch privat und so. Ich hätte das, glaube ich, auch so dann auch darauf reagiert. Es ist ja nicht so, dass ihr habt das gesagt habt, weil ihr ihm die Klicks nicht gönnt. Digga, ihr wünscht ihm bestimmt 1 Million Klicks, aber halt auf die richtigen Themen. Aber nicht auf sowas, wo man halt sich über den Virus, der aktuell komplett die ganze Welt dann so ein Reaction-Video zu machen. Ja, und also es ist nicht mehr aktuell, es ist jetzt weniger harmlos, es ist harmlos gewesen, aber zu der Zeit, wo das Video entstanden ist, war es schon wirklich ernstes Thema gewesen und sich da über Corona lustig zu machen, das ist schon traurig. Läuft's verarschen, weißt du? Das ist halt, keine Ahnung, würde ich auf jeden Fall nicht machen, dann mach lieber 5 Videos und generiere die gleichen Klicks in der gleichen Zeit, behältst du den Respekt von den Leuten und gucken gerne zu und verlierst keine Zuschauer, würde ich mal sagen, ne? Leute, er hat nämlich jetzt schon über 2000 Abonnenten verloren, also die Leute checken auch, dass das gar nicht geht, dass das wirklich über die Grenze, über das Ziel hinausgeschossen ist. Und das finde ich auch wichtig, dass die YouTube-Community das mitcheckt. Und ich sage ganz ehrlich, Leute, hier, egal was er jetzt in diesem Statement sagt, das nehme ich ihn schon mal übel. Er hat die Kommentare deaktiviert, ist komplett kritikunfähig. Er hat mir noch geschrieben, ich will ja nicht drauf eingehen, aber ist ja auch egal, Leute, er ist komplett kritikunfähig, hat sogar zeitweise die Likes deaktiviert, lässt das Video wirklich, das macht mich sauer! Lofty! Wow. Ja, 30k hoch und 60k in Runden. Ne? Nummer 6 auf den Trends jetzt schon.
das, was er jetzt gerade da rausgehauen hat, Alter. Ich muss gucken, komm. Ich hab gestern den größten Fehler meines Lebens. Warte, wir gucken rein, Leute. Warte, ich muss hier Watch Together. Zack. Ich hab gestern den größten Fehler meines Lebens gemacht und während ich die... Ah ja, größten Fehler... Oh Mann, Alter, es geht ja schon gut los, Alter. Oh, ja, yeah. Digga, es ist ja kein Fehler gemacht worden, hätte er auf euch gehört. Weißt du, was ich meine? Dings, er hat ja über seinen eigenen Kopf entschieden und das war halt das Ding gewesen. Der hat über seinen eigenen Kopf entschieden und hat sich dazu entschieden, dieses Video hochzuladen. Also kannst du da auch keine Mitleidsschiene ziehen, dass du einen Fehler gemacht hast oder sonst irgendwas. Du hast es ja bewusst gemacht, sonst hättest du es natürlich nicht hochgeladen. So ein Ding ist es. Fehler berichtigen können, da war das, da haben so wenig Leute drauf reacted, ne? Er hätte das Video runternehmen können, dann wäre gut, ein paar hätten trotzdem, weißt du, drauf reacted und alles, aber es wäre nicht so ausgeartet wie jetzt. Und jetzt merkt man einfach, was du für ein Typ bist, Simex. Sorry, Digga, dass ich das so sage. Diesen Fehler gemacht habe, ist es mir gar nicht aufgefallen, was ich da überhaupt gerade mache. Und bevor ich überhaupt über dieses gesamte Video, was ich gestern hochgeladen habe, was ich wirklich komplett bereue, rede, wollte ich mich erstmal bei meiner gesamten Community und bei jedem einzelnen Menschen, der sich dieses Video überhaupt anschauen musste. Ihr müsst euch vorstellen... Wenn er es bereut hätte, hätte er es offline genommen. Ja, safe, Digga. Der widerspricht sich ja schon jetzt, Alter. Und wir haben gerade mal angefangen. Noch nicht mal 30 Sekunden vorbei. Wenn Herr Lama Scheiße baut, dann kriegt er auch kein Essen. Na, dann kriegt er einen Tunnel. Ja. Nein, kriegt er nicht, aber... Was ist ein Tunnel? eins in die Fresse. Einmal das Gesicht durchdrücken, da hat er einen Tunnel, weißt du? Okay, Leute, ich habe dazu gelernt. Aber guck mal, oh mein Gott. Ich mache schon seit über einem Jahr Unterhaltungsvideos. Was sind Unterhaltungsvideos? Leute. Lustigerweise, er hat erstmal gestern den Titel geändert nach diesen ganzen Reactions. Dann hat er die Beschreibung geändert, weil er ja da diese Extra-Text drin hat, was nicht erlaubt ist auf YouTube mit Standard-Skill, Montana Black, ja, Arian und so, hat er entfernt. Und dann hat er ganz unten noch reingeschrieben, zusätzlich, das ist ein Entertainment-Channel und dient zur Unterhaltung. Also sorry, sowas, sich damit rausreden, maximal schlecht. Mach deinen Unterhalt, mach deinen Stream-Snipe-Fake-Sachen, mach die einfach, Digga, hätte gar keinen gejuckt. Aber dann so weit sich aus dem Fenster lehnen, sorry. Leute spielen quasi, es ist wie GTA Roleplay, nur in Fortnite und etwas überspitzter. Dann sag das doch! Das, genau, dann sag's am Anfang und ändere nicht den Text, weil am Ende stand ja auch noch Prank in Klammern im Titel drin. Das stand vorher auch nicht drin, ne? Und jeder, der GTA Roleplay hochlädt, ne, der sagt dann halt, entweder steht's im Titel, man weiß das, oder das wird irgendwo anders angezeigt, aber bei dir sieht man das nicht und du willst damit deine jüngeren Zuschauer täuschen. Ist meiner Meinung nach, Digga. Und wie gesagt, diese Unterhaltungsvideos, gut, die haben keinen geschadet, Digga. Es waren wirklich Unterhaltungsvideos, kann er eine finden, so wie er will. Hat mich aber nicht gestört, aber das geht einfach zu weit. Und manche nennen es auch Fake-Videos, müsst ihr euch vorstellen. Es ist ja auch. Und genau so ein Video habe ich über das Corona-Thema gemacht. Ja, eben. Komplett halt überspitzt, komplett cringe und einfach ohne Rücksicht auf andere zu nehmen, komplett übertrieben. Und ich... Ja, weil Corona ein ernstes Thema ist. Mir kommt das so... Ja, beziehungsweise, ich glaube, ich habe das Video auch schon mal gesehen. Aber das Ding ist... Ich glaube, ihm ist gar nicht bewusst, wie ernst das Thema damals gewesen ist und was er da eigentlich gemacht hat. Wenn man sich heute immer noch Simex Content ansehen würde, dann ist es immer noch der gleiche Rotz wie damals, weil er einfach nichts dazugelernt hat. Simex ist einfach so irrelevant geworden. Die großen YouTuber, die machen ihr Ding und man muss auch sagen, das ist halt das Ding. Er baut immer noch Scheiße wie damals und er hat halt nichts daraus gelernt. Und er wundert sich dann aber, warum die größeren YouTuber gar nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, warum die Leute ihn gar nicht leiden können und warum er überhaupt damals so einen Shitstorm bekommen hat, beziehungsweise warum ihn keiner mehr so richtig guckt. Einfach weil das, was er da macht, alles, diesen ganzen Content, den er sich aufgebaut hat, eigentlich komplett für die Mülltonne ist, sozusagen. Ich meine, für seine jüngeren Zuschauer und für die Zuschauer, die er verarschen kann, ist es vielleicht unterhaltsam, aber im Grunde genommen hat sich bei ihm nichts geändert, außer dass er halt Schmutz-Content macht und sich versucht, mit diesen ganzen Thematiken hochzupushen,
wie zum Beispiel Frauen, die er kennenlernt, einfach in Videos zu zeigen und sie für Klicks auszunutzen. Das ist schon traurig. Also ich hab mir halt gedacht, so, die Leute werden das checken, die Leute wissen, dass deine Videos zur Unterhaltung dienen. So war es auch, weil mein Video hatte am Anfang, nach ein paar Stunden, war direkt Platz 1 in den Trends, hatte 23.000 Likes zu 1.000 Dislikes. Wenn ihr mir nicht glaubt, YFAD hat eine Story gemacht, hier kann man es nochmal sehen. Ich ja, und herzlichen Glückwunsch, dass du deine Abonnenten schon so dahin gebracht hast, dass sie einfach alles liken. Du machst irgendwie, du sagst, ja, wenn ihr mich auf Instagram abonniert, abonniere ich euch zurück, Digga, und du abonnierst nicht einen zurück, keine Ahnung. Also das war auch nochmal so ein Ding, genau. Schon ehrenlos. Und, fordert die Leute, muss man sich mal überlegen, Lofty, er fordert die Leute darauf zu liken, dass die halt den Jungen, wo die denken, dass dann der Junge heilen. Ja, heilen, krank oder und supporten. Und da freut er sich, dass er so viele Likes hat. Sorry, Alter. Ja, ich denke mal, ein Achtjähriger wird das auch glauben. Ja. Du bist voller Ehrenmann, weißt du? Der hilft dir fast toten Menschen, weißt du? Warte, aber jetzt, Lofty, gut, dass du es sagst. Jetzt, ich bin heute auf 180. Ich muss euch einen Kommentar zeigen. Das hat mir jemand unter mein Video geschrieben, wo ich drauf reagiert habe. Ich hoffe, ich find's noch. Ich finde das Kommentar jetzt leider nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich wollte es eigentlich liken. Das Problem war nur gewesen, ich war gerade mit dem falschen Account online gewesen, hab's nicht geliked, hab nur einen Daumen nach oben gegeben. Jetzt finde ich es leider nicht mehr. Keine Ahnung, wo das abgeblieben ist. Jedenfalls hat jemand Real Talk reingeschrieben, dass sein 8-jähriger Bruder bei ihm zitternd im Zimmer reingekommen ist und komplett Angst hatte, dass dieser Junge stirbt und hatte dann noch mehr Angst vor diesem Coronavirus. Ja? Musst du dir mal überlegen. Der hat gezittert und er hat noch einen langen Text geschrieben. Das hat für mich auch wirklich, was der Typ da reingeschrieben hat, hat für mich auch plausibel geklungen. Und ja, muss man sich mal überlegen. Ja, das ist auf jeden Fall heftig, Digga, ne? Und ich sag mal, wenn er da seine Stream-Snipe-Videos hochlädt, weißt du, da freuen die sich und das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das ist ein ganz anderes Thema. Wenn ja, er das klar als Unterhaltungsvideos verkauft, soll er machen, juckt mich nicht. Aber nee. Das ist recht so ein sensibles Thema zurzeit, ne? Ja. Die ganze Welt dreht durch. Und das kleine Kind denkt natürlich auch, wenn der Bruder jetzt Fortnite spielt, ist er das. Und hat mir noch nichts gesagt, weißt du? Man weiß ja nicht. Und Simex, wenn du jetzt sagst, du wolltest mit diesem, ich habe ja das Video noch nicht zu Ende geguckt, wenn du sagst, du wolltest damit aufklären, warum machst du denn im Titel anstatt ein O für Corona Nullen rein? Dass das Video werbefreundlich angezeigt wird. Aha. Weil nämlich, wenn du Corona jetzt als den Titel nimmst, dann wird nämlich von der Bundeszentrale für Gesundheit oder so, wird da so ein kleiner Wikipedia-Link oder sonst was eingefügt, dass die Leute sich informieren darüber können. Das war ja bei dir nicht gewesen. Ne? Also das ist... Fussiert jetzt ihr 23.000 Likes zu 1.000 Dislikes. Zu dem Zeitpunkt hat das Video so gut wie gar keinen Hate bekommen, müsst ihr euch vorstellen. Dann kamen aber ein paar Stories von YouTubern. Dann hatte das Video ihre 3.000 bis 5.000 Dislikes, glaube ich, und 25.000 Likes. Dann kam noch das Reaction-Video von Revi dazu. Und ich will damit nicht sagen, dass diese Dislikes nur kommen, weil die großen YouTuber drauf reagiert haben. Ich bin... Also, ich habe das ja von Revi gestern gesehen und ich muss sagen, ich habe das gefeiert. Der Stur hat mir zwar leid getan, ich hätte gerne den Stur mit wem anders ausgetauscht, aber... Revi ist gut abgeraged und... Auf jeden Fall, das war geil. Simex, sorry, jeder, der nicht aus deiner Blase kommt, der hat gecheckt, dass dieses Video einfach komplette Katastrophe ist und einfach gar nichts auf YouTube zu suchen hat, ne? Also jeder, der ein IQ über 5 hat, ja, hat das auf jeden Fall sofort gecheckt. Deswegen. Ich finde es sogar gut, dass die großen YouTuber darauf reagiert haben. Zum Beispiel auch ein Monte hat eine Story gemacht. Und ja, jetzt hat das Klicks Video mittlerweile 50.000 Dislikes. Und falls Alter, wieso nimmst du das Video eigentlich gehopst nicht runter? Standardskill meinte auch zu mir, nimm das Video runter. Aber dann wäre ich erstens kritikunfähig. Alter, was? Ich bin durch. Halt mich fest. Oh Mann. Sag jetzt was dazu. Ey, weißt du überhaupt, was er selber sagt? Ich weiß nicht, hat er so ein Kurzzeitgedächtnis und vergisst das oder wie? Ich verstehe das nicht. Digga, du hast dich deaktiviert. Er hat die Kommentare deaktiviert. Mehr Kritik, Unfähigkeit geht nicht. Er hat es doch selbst bewiesen. Oh Mann. Ich würde nicht zu meinen Fehlern stehen und würde einfach versuchen, irgendetwas zu vertuschen. Und für die Leute, die sagen, du bist geldgeil, deswegen lass du das Video drin. Schaut mal, das Video ist einfach komplett gelb. Also ich habe nicht mal... Mich würde nicht wundern, wenn das Video anfangs grün war
und dann erst von YouTube manuell gelb geschaltet worden ist, weil das ja auch sehr, sehr viele Leute, wie ich gesehen habe, ans Team von YouTube getweetet hat. Und das Video ist dann auch einmal auf den Gaming-Trends rausgefallen. Weißt du, was ich meine? Weil er das Corona da dieses diese Schreibweise umgangen hat, ne? Also, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Einen Cent mit... Ja, das Video ist einen Tag online. Das dauert erstmal ein paar Tage, bis das aktualisiert wird mit den Videos. Also, komm. Das war aber das wissen nicht alle. Das ist gut, dass du uns da aufklärst, ne? Also, deswegen. Leute, wenn ihr ein Video hochlädt, das dauert gerade mal zwei Tage, sag ich mal, dann seht ihr die ersten Einnahmen vom ersten Tag. Das funktioniert nicht direkt nach 12 Stunden oder so. Das geht nicht. Und jetzt die Leute natürlich denken, ach, Mann, er macht ja wirklich nicht wegen Geld. Quatsch. No. Sorry. Mit diesem Video verdient. Schaut mal, warte, fokussier doch bitte. Hier, seht ihr das? Ich muss Pause, Junge hat Corona. Da hat er das Prank schon mal reingehauen. Ja, da sind 50.000 Dislikes, 30.000 dafür. Likes. Und die Frage ist, er hat kurzzeitig die Likes, Likes und Dislikes deaktiviert. Er ist, das heißt, wie viele sind nicht gewertet worden, ne? Nee, oder konnten nicht doch, werten? Man kann ja trotzdem liken, aber es wird ja nicht angezeigt. Na, okay. Und jetzt hat er es wieder aktualisiert. Seht ihr das hier? Warte, sieht man das hier? Hier ist ein gelbes Zeichen. Das Video ist gelb. Also ich habe mit dem Video fast gar nichts verdient. Also der Punkt... Ah, fast gar nichts. Hat er schon mal seine Aussage ein bisschen geändert mit, er hat gar kein Geld verdient zu fast gar nichts. Ja, bis jetzt, weil es ja halt dann aktualisiert wird. Widersprüchlich. Ich, wie gesagt, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass zuerst grün war und dann umgeschaltet worden ist. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dass ich Geld... Aber Leute, das weiß ich nicht zu 100%. Könnte sein. Bin und deswegen das Video drin gelassen habe, stimmt schon mal gar nicht. Also meine Unterhaltungsvideos sind meistens gelb und deswegen kann man das jetzt nicht behaupten. Was man aber behaupten kann, da stehe ich auch komplett dahinter. Dass du ein Spaß, genau. Ich wusste ganz genau, dass wenn ich so ein Video hochladen werde, es wird Platz 1 in die Trends kommen, es wird viel Aufmerksamkeit ziehen. Was ich aber nicht gedacht hätte, dass große YouTuber, teilweise Vorbilder von mir, darauf reagieren werden, sich von mir abwenden werden, teilweise meine Mutter beleidigen werden, das wollte ich auch nochmal klarstellen. Ja, aber wenn er so große Vorbilder hat, also ich kenne keinen Monte, keinen Revi, keinen Stani, der sich so auf ein niveauloses herabsetzt, um nur um ein paar Klicks zu kriegen. Ja, und wichtig, also, Leute, das sollte man auch nochmal sagen, das ist richtig, also Beleidigung, das sollte man nicht und auch nicht seine Mutter beleidigen oder so. Das wird im Effekt gewesen sein. Er wird das bestimmt nicht gemeint haben, sondern wenn du sauer bist und er ist ja richtig im Rage-Mode gestern gewesen, verstehe ich voll und fühle ich auch komplett, dass mal ein paar Wörter rausfallen. Ne? Ist ja auch so, wenn du dich mit irgendeinem Boxer hast, ja auch nicht, du böser Junge. Ja. So, weißt du, du knallst gleich drauf und beleidigst das aufs Übelste. Du willst ja auch verbal Schmerzen zufügen. Genau, ne? Man will ja den anderen gegenüber verletzen. Und nicht, dass ich das von, dass ich davon irgendwelche Erfahrungen habe, aber ich habe das mal gelesen. Oh, bald Stories mit Lofty, würde ich sagen. Ey, bitte beleidigt mich, okay? Ich hab's verdient, beleidigt zu werden, aber geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf Mutter. Was ich im Großen und Ganzen damit sagen will, dass ich diese Videos, also es haben auch andere YouTuber vor mir diese Videos hochgeladen, deren Namen ich nicht nennen werde, deren Videos haben auch übel viele Klicks gezogen, ich hab das gesehen und ich bin so ein Mensch, ich mach gerne unterhaltsame Videos, beziehungsweise die... Was ist daran unterhaltsam, sich mit ein... angeblich sterbenskranken Jungen zu unterhalten. Geht's noch? Richtig, ja. Das geht gar nicht. Wo sind wir hier gelandet? Zu unterhalten. Auf dem falschen Kanal auf jeden Fall. In Klammern, wie ihr es gerne betitelt, Fake sind. Und das gefällt auch meinen Abonnenten. Nein, wir betiteln das nicht so. Es ist Fake. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht so, als wenn wir es aus dem Arsch ziehen oder so. Sondern es ist ja ganz eindeutig so. Genau, es ist Fake. Auch GTA Roleplay ist Fake. Am Anfang von dem Video hat er es auch so zugegeben. Und jetzt, ja, was ihr so betitelt, Digga. Das muss nicht jedermann gefallen. Aber meine Abonnenten unterhält es, die Klicks stimmen auch, so deswegen finde ich nichts Verwerfliches dran, aber dieses Video ist zu 1 Million pro... Digga, er macht so, weißt du, was er macht? Er macht so Sachen hier so, like in 5 Sekunden, dass du gesund wirst, dass die Videos einfach mehr Likes kriegen und nicht so viel Dislikes. Ja. Das ist verwerflich und da ich davor schon eh mal in der Kritik stand, finde ich das auch völlig zu Recht, dass jetzt jeder seinen Senf dazu gibt. Und ich sag euch auch ehrlich, irgendwo habe ich diesen Hate auch verdient. Ich habe mich im Spiegel gestern Abend angeschaut und dachte mir so... Bevor ich weiterhöre und kotzen muss, er hat doch noch die Chance gehabt, das rauszunehmen. Er hat jetzt immer noch die Chance, auch wo er das Video gemacht hat. Ihm kann es ja gar nicht so schlecht gehen dann anscheinend. Genau, kann es ihm auch nicht. Genau. Im Grunde genommen kann es ihm auch nicht schlecht gehen, weil das Ding ist, er hätte immer noch die Möglichkeit, er hätte die Möglichkeit gehabt, das alles rückgängig zu machen, aber hat er ja scheinbar nicht gemacht. Genau, das ist der Punkt.
Das ist einfach jetzt, das ist für mich, es tut mir leid, das ist für mich Geheuche. Ja, safe. Bruder, wie weit ist es denn gekommen, dass du über einen tödlichen Virus so ein Video machen musst? Wieso? Das hast du doch gar nicht nötig. Du kannst ganz normale Fortnite-Challenges hochladen, die machen dieselbe Anzahl an Klicks, so. Sei einfach dankbar. So, ich dachte mir so, wieso schmeißt du alles weg so? Wieso machst du so etwas für ein Video, was viel Reichweite bekommen kann, beziehungsweise wo du weißt, dass viel Reichweite bekommen wird, wenn deine normalen Videos auch immer mindestens 200, 300.000 Klicks bekommen? Bei so einer Abonnentenzahl, das ist einfach nur geisteskrank. Dahin geht, ich wollte mich noch bei meiner Community entschuldigen, wirklich, es tut mir so leid, dass ich so etwas hochgeladen habe. Ach, Digga, komm. Da hilft doch keine Entschuldigung mehr, weißt du, was ich meine? Das ist so, jetzt ist es scheiße hochgegangen und jetzt will er sich dafür entschuldigen. Ja, er versucht halt gerade seinen Arsch noch zu retten und ich kann ihm das nicht abkaufen, weil das Video ist immer noch online. Und wenn das Video online ist, Leute, ich habe selbst Videos offline genommen, wo ich gesagt habe, gut, Digga, Bruder, das war vielleicht nicht so ein Video, wo ich 100% hinterstehe. Jeder macht mal Fehler im Leben, finde ich. Und ich finde einfach, dass wir die offline nehmen müssen. Und dann hätte ich das Ganze hier jetzt auch ernst nehmen können. Aber so, sorry. Da, noch nicht mal dann. Er hat ja am Anfang des Videos gesagt, dass er es wusste. Also, dass er es mit Absicht gemacht hat. Also, selbst wenn er das Video runtergenommen hätte, dann hätte er gar nicht so seine Entschuldigung anfangen dürfen, in Anführungsstrichen, weißt du? Für mich ist es auch irgendwie so, er will irgendwie auch die Aufmerksamkeit haben, weißt du? Diese klar, die geben ihn dir jetzt auch mit den Reactions, aber ich denke mal, die Leute, die das hier unter anderem auch sehen, die können hoffentlich selber nachdenken und merken, dass sowas, sorry, nicht geht. Oh, eins muss ich ihm aber lassen. Er hat das nicht über 10 Minuten gezogen. Ja, das ist schon mal ein positiver Punkt. Dann ist meine Community auch noch so korrekt und steht hinter mir, liked das Video, hatet mich nicht mal für so ein Video. Aber ich find's, wie gesagt, ich will gar nicht, dass meine Community zu irgendwelchen anderen YouTubern geht und jetzt sagt, ey, wie kannst du ihn haten? Diese Hate-Videos, beziehungsweise diese Videos, die... Nein, Leute, das solltet ihr natürlich auch nicht machen, ne? Also, auch wenn wir uns jetzt hier kritisch dazu äußern, ganz wichtig, nicht hingehen, beleidigen oder sonst was. Das ist einfach nur ein Austausch, wie wir die ganze Situation finden. Ich und Lofty und Z-Max erzählt halt deine Stellungnahme. Leute, wir sind hier einfach in der Diskussionsrunde. Über Videos machen wir das Ganze. Deswegen niemanden beleidigen oder sonst was, Leute, das ist ja alles noch... Auch kein Hate. Genau, das wollen wir gar nicht damit bewirken. Deswegen, genau, jeder sollte seine eigene Meinung davon bilden. Ihr sollt nicht auf uns hören, ihr müsst auch nicht auf Z-Max hören. Ihr sollt euch einfach eure eigene Meinung bilden. Das ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, auf YouTube. Die mein Video in Kritik genommen haben, waren einfach zu Recht. Ich gestehe meinen Fehler ein. Das ist schon mal gut. Ich kann jetzt auch nicht viel mehr machen, als mich einfach bei euch entschuldigen. Ich finde es sogar gut, dass die YouTuber gehandelt haben und etwas gesagt hätten, weil was wäre als nächstes gekommen? Ich denke gar nicht dran, dass ich junge Zuschauer habe, die vielleicht auch diese Krankheit bekommen könnten und dann wegen so einem Video... Digga, er kann so viel labern, wie er will. Der macht sich so lächerlich gerade. Ja. Weil er, das Video ist ja immer noch online. Wir haben es ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, Alter. Ja. ...Video dann richtig Angst haben. Natürlich, es war irgendwo ein Prank von ihm an mich, aber ich hätte das Video, das war meine Verantwortung, Also erzählen, das Video war nicht abgesprochen. Nee, gar nicht. Ja, steht immer noch dazu anscheinend. Er redet sich für mich noch weiter in die Scheiße rein gerade. Ja, safe. In meiner Verantwortung. Das nicht gerecht geworden. Ich hätte das Video von Anfang an gar nicht hochladen sollen. Es war einfach mein Fehler. Und wie gesagt, ich kann mich einfach nicht. So eine Entschuldigung reicht nicht mal so. Ich weiß gar nicht. Das ist richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen werde. Sage ich euch ganz offen und ehrlich. Thema weiter Fake-Content halt, macht. Wäre gestern Abend mein Bruder nicht bei mir gewesen, also halt Natus, wäre der Bruder nicht da gewesen. Mein Kopf, ich sag euch ehrlich, ich komme damit gar nicht klar. Natürlich, ich bin so. Selber Mensch. Schuld. Was lernen wir daraus? Ich nehme mal ein paar Punkte. Hör auf die erfahrenen YouTuber. Ja. Hör auf zu lügen. Wenn, er macht einen Kanal, der heißt Fake von Simex. Da wissen alle, okay, alles klar, da sind nur Fakes drauf. Und weißt du, warum du das nicht so machst? Weil da keiner mehr drauf gehen würde. Aha. Weil keiner zieht sich irgend so eine billige Kacke rein. Und dann auch so schlecht geschnitten und abgesprochen. Hat doch also, recht. Ja, deswegen. Ist ein Proof. Kann man nicht ernst nehmen. Kann man einfach nicht ernst nehmen. Bei diesen Unterhaltungsvideos steht man eh schon genug in der Kritik. So. Aber diese Art von Videos Niemand würde dich in die Kritik nehmen, wenn du sagst, Jungs, am Anfang des Videos, hierbei handelt es sich um Unterhaltungsvideos, es sind ausgedachte Szenarien oder so, ne? Bruder,
würde keiner ihn übel nehmen. Nee. Natürlich kann mein Humor und meine Art auch so ausleben, aber diese Unterhaltungsvideos, wisst ihr, da kann man so richtig einfach auf die Kacke hauen und richtig übertreiben, wisst ihr, wie ich meine? So, und die Videos... Ja, und das hast du sehr gut hingekriegt, würde ich sagen, ne? Das ganze Deutschland über dich kommentiert und ja, das war sehr niveaulos, würde ich sagen. So, da ist er raus. Einfach gut bei euch an. Und ich dachte mir so, ich wollte einfach eine gute Message damit vermitteln. Och, ich Bro, da was für eine gute Message. Wie wertvoll und wie kostbar unsere Lebenszeit ist, dass man die Zeit mit seiner Familie schätzen komm. Sollte. Darüber was hat sind Schwätzer? Keiner was gesagt. Aber ja, Digga, weil wenn du 20 Minuten nur Kacke laberst und ein guter Satz bei rauskommt, was willst du da erwarten? So, das ist doch logisch, dass ich du wolltest dich doch mit dem Video als Ehrenmann darstellen, Simex. Genau. Man hat doch richtig gemerkt, dass die Leute dich feiern. Boah, er erfüllt also den letzten Wunsch halt geheuchelt. Und dann sagst du dann auch so Sachen, die normal sind. Zeit sollte jeder mit der Familie verbringen. Das ist ja logisch. Das Wichtigste. Aber ja. Aber ist auch verständlich, das Video ging einfach gar nicht, war komplett cringe auch. Und ich sehe zu 100% meinen Fehler ein und... Nein, tust du nicht, Digga. Tust du eben nicht. Der spielt, glaube ich, ein anderes Fortnite, weil die OG-Skins gestern, die haben mich echt schockiert, Alter. Ja, die kennst du noch nicht. Nee, die kennst du auch nicht, oder? Nee, die kann ich auch noch nicht. Der hat Fortnite 4 schon drauf, Alter. Wie gesagt... Ich bin sprachlos. Ich war noch nie in so einer Situation. Ihr wisst gar nicht, wie sehr Natus mich überreden musste, dieses Video aufzunehmen. Ich habe teilweise zu Natus gesagt, ich habe keine Lust mehr auf YouTube, ich will aufhören und so. Ich bin so ein Mensch, ich habe eine starke Persönlichkeit, ich komme mit Hate klar, deswegen... Ja, jetzt aber. Ihr wollt, geht nur nicht auf Mutter. Beleidigt mich so viel ihr wollt, aber in den Kommentaren nicht unter meinen Videos. Genau, wenn Kommentare deaktiviert. Das auch. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, irgendwie. Aber Beleidigungen gehen aber allgemein nicht. Könnte ich das rückgängig machen, würde ich es natürlich rückgängig machen. Es geht aber leider nicht so. Das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Ich muss einfach aus diesem Fehler lernen. So. Ach komm. Ich bitte auch gar nicht um Vergebung so. Ja, und, komm. An die ganzen YouTuber, die auf dieses Video gerade reagieren. Danke, dass ihr mich drauf aufmerksam gemacht habt. Es tut mir leid. Ich werde wirklich versuchen, beziehungsweise... Es tut ihm nicht leid. Ich werde nie wieder mir so einen Fehler unterlaufen lassen. Ja. Ich glaub's auch noch. Das macht mich einfach fertig. Komm, doch, anfangs heulen, das wäre geil, Digga. Das macht mich einfach fertig. Heul doch einfach doch, dann passt's. Ich hinter dem Bildschirm pick sich ins Auge. Die Leute, die so krass hinter mir stehen, enttäuscht hab und einfach meiner Verantwortung nicht gerecht... Ja, komm. Prank? Wie kann man einen Prank über ein Virus machen, der tödlich ist? Ja, sag du es mir! Der meisten von uns ist er nicht tödlich. Siebeck, sag du es mir. Der Punkt ist, du sowas damals machen konntest. Das ist zurzeit das Thema und ich nutze es halt einfach aus, so. Ja, super. Ich sag euch ganz offen. Ehrenlos, genau. Das ist das Wort, was er gerade gesucht hat. Geil. Ich will mich nicht wiederholen, aber ich finde es einfach gut, dass jetzt dieser Punkt gekommen ist, weil ich nicht weiß, bis wo diese Unterhaltungsvideos dann noch gegangen wären. In irgendeinem Video hätte ich dann wahrscheinlich meinen Tod vorgespielt. Yo, Nate, lass mal vom ersten Stock springen und lass mal so tun, als ob wir sterben. Warte. Es tut mir einfach wirklich leid. Kurz, Leute, ich muss mal kurz ein Video euch zeigen. Das wurde mir nicht empfohlen, wahrscheinlich nicht, weil ich gestern das Video gesehen habe. Und zwar, er hat ein Video hochgeladen. Ist er vom ersten Stock gesprungen? Pass auf, da ist der Titel, ich werde sterben. Also, Simex, du bist schon an diesem Punkt angekommen, wo du so eine Videos hochlädst. Und da sollte man vielleicht doch wirklich das Ganze überdenken. Und ich schäme mich wirklich, mit den Videos gemacht zu haben. Es tut mir wirklich leid, dass, also, ich würde, also, wie gesagt, das habe ich ja gestern auch schon gesagt, lächerlich. Ich kann dich nicht ernst nehmen, weil es funktioniert nicht. Wir haben schon oft genug gesagt, Leute, für mich, ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Lofty, du hast die letzten Worte. Ja, zu schade. Ja, auf jeden Fall, hoffentlich haben ein paar andere Leute darüber gelernt, dass man das auf jeden Fall so ein kritisches Thema nicht zum Spaß einfach alles so hat seine Grenze, verarschen sollte. Genau. Alles hat seine Grenze. So. Und damit ist das Thema für mich... Als nächstes kommt ein Video, wo er sagt, ja, ich habe mit einer HIV-infizierten und geschützten Geschlechtsverkehr gehabt, weißt du? Ja, das ist auch nicht witzig. Wo das hingeht, weiß ich auch nicht mehr. Also, deswegen. Schade. Schade, ja. Wirklich, ja, ich hätte kurz... Oh, ich habe ein Video gerade mal hier aufgemacht. Schade, Simex, dass das wirklich
ja, dass das so weit gekommen ist. Mir fehlen echt die Worte. Schmutz. Schmutz, er versucht seinen Arsch aus der Schlingel zu ziehen und das noch so schlecht und das war's, Leute. Haut da rein, check Lofty ab. Das war's. Ciao, macht's gut. Na gut, Leute, dann will ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat's mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, jetzt mit Kommentar immer gerne durch. Da würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.